Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Andis Modellbauversum. Ich bin der Andi und stelle euch heute mal ein ziviles Fahrzeug vor: den Kenworth Aerodyne im Maßstab 1 zu 32 mit dem Skill Level 3, mittlere Schwierigkeitsstufe. Er hat 57 Teile und eine Gesamtlänge im gebauten Zustand von 21,4 cm. Ja, ein schönes Boxart. Da kann man erkennen, wie der später aussieht. Die Bausatznummer ist die 07671. An den Seiten sieht der genauso aus wie on top. Schauen wir uns die Rückseite an. Fotos des gebauten Prototypmodells mit einem Auszug der benötigten Farben. Andere Farben oder weitere Farben, besser gesagt, sehen wir nachher in der Bauanleitung. Hier die Spritzlinge, Gussäste, farbig dargestellt. Jo, dann packen wir den LKW doch mal aus. Truck, sorry. Den amerikanischen Truck. Tada! Deckels, nein, 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 das Fahrerhaus. So, die drei Tüten lege ich mal eben beiseite. Dann wollen wir erstmal mit der Bauanleitung im Magazinformat beginnen. Dann die üblichen Piktogramme mit Erklärung. Hier die Sicherheitshinweise, wo die Decals diesmal drin versteckt sind, lege ich eben beiseite. Und ich vergleiche das mal. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Farben. Und wie mir scheint, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Farben auch auf der Verpackung. Hier 9 Farben, hier 9 Farben. Das erste Mal, dass mir das auffällt, dass der Farbauszug genauso ist wie in der Anleitung. Pluspunkt für Revell. Hier die Übersicht der Spritzlinge. Das Steuerrad sieht aus wie das Mercedes-Zeichen. Fällt mir gerade so auf. Und dann schauen wir uns an, wie wir anfangen. Wir fangen hier zuerst mit dem Fahrwerk an, hinten. Hier sehen wir, wie wir die Felgen in die Reifen einsetzen müssen. Es sind, Entschuldigung, Reifenhälften. Die müssen wir zusammenkleben, dürfen die aber nicht hier an den Achsen ankleben, weil so, ich denke mal, dass das beweglich dargestellt wird, aber ich und mit Klicksystem, ich würde es trotzdem ankleben. Das sein kann, dass die Reifen dann eventuell abfallen. Schön alles auch farblich dargestellt. Hier sehen wir den Lufttank vom Fahrzeug, um das Heck auf- und abzusenken, damit er aufsatteln und absatteln kann. Hier die, wie heißt sie jetzt? Ist das die Pleuelstange für den Antrieb? Die Tanks in Chrom dargestellt. Da würde ich hier an den Seiten, wo wir kleben wollen, eventuell das Chrom mit dem Messer abschaben oder abschleifen. Weil ich habe schon oft genug gesehen, dass man das Chrom nicht wieder so darstellen kann, wie es als Spritzling aussieht. Das wird sehr schwierig, das darstellen zu können. Für jemanden, der es nicht kann oder keine Erfahrung hat. Ja, dann kommen die Tanks am Fahrwerk ran. Dann hier hinten die Schmutzfänger. Dann haben wir hier auch noch wieder Chromteile für die, sagen wir, Katzenaugen. Dann kommen wir hier zum Sattel, zum Fahrerhaus. Wer möchte, kann hier später Decals dran machen oder es so lackieren, wie es hier aussieht, wer Erfahrung hat. Dann weiter Fahrerhaus innen, Scheibe einbauen, Lenkrad einbauen im Fahrerhaus.
Decals dran machen. Dann verheiraten wir die Sitze mit dem Fahrerhaus. Dann kommt die Stoßstange mit Kühler dran. Und wie ihr sehen könnt, auch sehr viel Chrom. Dann kommen wir auch zu den letzten Bauschritten. Die Auspuffanlage, ich denke mal für Lufteinzug, der, ein Turbo oder so, ich weiß es nicht. Dann wird Fahrwerk mit Führerhaus verheiratet, Führerhaus wird ja nicht mehr gesagt. Und dann sehen wir hier weitere, die weiteren Farben, die wir auftragen müssen. So, jetzt habe ich's. Und hier sogar Chicago hinten dran. Sehr schön. Und das war's dann auch schon mit der Bauanleitung. Dann schauen wir uns mal die Decals an. Wieder von Kartograf. Scharf gedruckt. Wie gesagt, wer möchte, der kann das hier nachher versuchen zu lackieren. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Dann für die Tanks, für die Schmutzfänger die Decals. Fire Extinguisher Inside. Falls ich es falsch ausgesprochen habe, tut es mir leid. Die Decals für das Armaturenbrett. Und hier sehen wir dann, dass das Nummernschild. Die Nummernschilder. Wie das in Amerika funktioniert, kann ich euch leider nicht sagen. So, dann packen wir mal die Reifen aus. Die diesmal natürlich verschweißt sind, die Tüten. So. Zip auf. So. Der hat, Und was mir hier gerade an den Rädern auffällt, hier haben wir eine Formtrennnaht. Hier sehen wir die Schmutzfänger, die Gangschaltung und das Steuerrad. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lenkachse vorne beweglich darstellbar ist. Dann kommen wir auch schon zu den Chromteilen. So, es gibt viele, die legen diese Chromteile extra in Flüssigkeit ein, mit also in einer Schale gefüllt mit Backofenreiniger, und dann kriegt man das so nicht mehr hin. Ich tendiere eher dazu, hier sehen wir die Rückseite, überall die Stellen, wo ich das verkleben möchte, vom Chrom zu entfernen, damit die Plastikteile nachher kleben. Und wie ihr sehen könnt, sehr schön gegossen und auch keine Fischhaut, kein Grat. Die Spiegel sehen wunderbar aus. Hier. Ja, das Chrom ist sogar so gut, dass das spiegelt. Erkennt ihr es? Ja, man kann es erkennen. Ich sehe es in der Kamera. Herrlich. Auch die Front gefällt mir sehr gut. Hier müssen wir dann später gucken. Chrom entfernen vorne, wo das Orange dargestellt wird. Und dann sollte das schon werden. So würde ich das zumindest mit den Chromteilen machen. Ich habe noch nie ein ziviles Fahrzeug gebaut bisher. Von daher würde es mein erstes sein. So, schauen wir uns mal das Fahrerhaus an. Auch hier sehr schön detailliert. Naja, sehr schön. Teilweise finde ich es ein bisschen schwammig dargestellt, wenn man mich fragt. Aber Sinkstellen finde ich jetzt so nicht, die man ausbessern müsste. Auch hierbei, weil hier ist pures Plastik, empfehle ich mit Primer drüber und dann neu lackieren. Dann mal gucken, ob man hier eventuell die Löcher wieder aufmachen muss, diese kleinen.
Aber ich habe ja auch schon Raumschiffe gebaut und da waren die Löcher noch kleiner. Beim Lackieren war da nichts zu. So, und dann die letzten Gussäste. Ach, Revell. Mal mit Klebestreifen, mal geschweißt. Ist euch da beim Kleben der Kleber ausgegangen? So, hier sehen wir dann die Kabine des Fahrhauses. Fahrerhaus. Das Armaturenbrett da würde ich sagen, wenn ihr die Decals nachher aufbringt, nehmt Decals Soft, damit die sich schön anschmiegen und dann. Oh, ich gucke mal eben, wo habe ich die? Augenblick, damit ihr wisst, was ich meine. Aber die meisten Modellbauer wissen das so oder so. Microsoil und Microsoft ist es. Microsoft, sorry. Hier, das meine ich für die Decals. Microsoil ist ein Softener, also der weicht die Decals auf. Die sehen dann ein bisschen komisch aus. Keine Sorge, sobald es getrocknet ist, sind die wieder 1A. Und der hier soll die schützen. Der erste. Also, ja, mit dem Pinsel rein, drauf, schwupp, drauf tupfen oder drauf rollen mit dem Q-Tip, den drüber, damit die sich an diese erhabenen Stellen, die ich gerade gezeigt habe, anschmiegen. Und dann kann man zum Schluss da auch nochmal mit drüber, wenn das alles getrocknet ist. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir die Hinterachsen, diese beiden. Ups, falsch rum. Ja. Was ist das? Das gehörst du dahin? Ich denke nicht. Ich glaube, das hier ist ein wenig gerad, aber das wird später nicht stören, wenn man das fein säuberlich entfernt. Braucht man auch nicht nachschleifen. Hier. Was ich gerade sagte, der Lufteinlass für den Motor, die Vorderachse starr, nicht beweglich darstellbar. So, was steht hier drauf? Red und White. Okay. Können wir denn irgendwo erkennen? Nein, können wir nicht erkennen, wann der hergestellt wurde. Zumindest in den vorgestellten Teilen bisher nicht. Dann kommen wir hier zu dem, wo die Achsen dran kommen. Keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Und hier steht drin 1981. Made in USA. Copyright 1981, hergestellt von Monogram. Und aus den Vereinigten Staaten. Ui. So, dann haben wir hier noch zwei Schutzbleche. In meinem Praktikumsbetrieb, wo ich arbeite, ich mache ja Umschulung Lagerlogistik, Fachkraftlagerlogistik besser gesagt, habe ich gesehen, dass unsere LKWs die hier sogar abtrennen können und beiseite legen können. Hier ist der Lufttank, von dem ich erzählt habe, damit da hinten den auf- und absenken kann beim Absatteln und Aufsatteln. Hier haben wir den Sattel, die Pleuelstange oder wie sie heißt. Ich komme jetzt leider nicht auf den richtigen Begriff. Da schreibt mir doch bitte in die Kommentare rein, wie das hier richtig heißt. Dann dieses gussastähnliche Teil, von dem ich nicht weiß, was es ist. Ja, das waren schon die Spritzlinge für den Bau. Jetzt kommen wir noch zum Schluss zu den Klarteil. Einem Klarteil für den ganzen LKW. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie sich ein Monogram-Modell bauen lässt, weil Monogram habe ich auch noch nie gehabt.
ist jetzt das erste, wo drauf steht, dass es vom Monogram ist. So, hier sehen wir die Windschutzscheibe und von dem Dach, also von der Schlafkabine, die Windschutzscheibe. Ja, dann bedanke ich mich freundlichst, dass ihr zugeschaut habt. Dann sehen wir uns bis beim nächsten Mal. Tschüss.